So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute werden keine Gefangenen gemacht. Ich kann endlich wieder in einem vernünftigen Studio trainieren und das werde ich auch mal direkt ausnutzen. Und heute gibt es ein richtig hartes Rückentraining. Ich muss zwar sagen, dass ich durch Pollenallergie im Moment ein wenig limitiert bin mit meinen regenerativen Fähigkeiten, dennoch habe ich mal Lust, das einfach wieder drauf ankommen zu lassen und habe auch das Gefühl, nur das bringt wirklich was. Deswegen, ihr könnt mich heute gerne mal wieder begleiten für ein Rückentraining. Lasst mich auch gerne mal wissen, ob überhaupt diese Trainingsvideos noch Sinn machen, weil mittlerweile gibt es ja einige davon auf diesem Kanal und ob die dann immer so anders sind und euch wirklich was bringen, lasst es mich ganz gerne wissen. Ihr begleitet mich jetzt heute mal bei einem Rückentraining. Bei diesem Training, worauf kommt es an? Viel Gewicht bewegen. Richtig, richtig viel Gewicht. Vor allem in den ersten zwei Sätzen. Ich mache meistens vier Sätze jetzt pro Übung. Ich werde so um die vier Übungen machen. Der Rücken soll von allen Seiten bombardiert werden. Und da ist die erste Hälfte wirklich auf Kraft. Viel Gewicht. Und selbst wenn es nur bis fünf Wiederholungen runtergeht. Fünf, sechs, sieben Wiederholungen sind alle drin. Ansonsten Zielgewicht ist da immer so, dass man Zielwiederholungen, sechs Wiederholungen schafft. Aber vor allem das Gewicht reißen. Da ist die Form zu vernachlässigen. Zwar alles in einem gewissen Radius, ja, es soll jetzt wirklich auf den Rücken gehen und nicht auf einmal die Negative ganz schnell gerissen und so weiter, das nicht. Aber es kann sein, dass man dadurch nicht ganz hinten reinkommt, dennoch wird sich eine ganze Menge bewegen bei so viel Gewicht. Dafür sind aber dann die hinteren zwei Sätze da, dass man dann nochmal das Gewicht, umgekehrte Pyramide, immer ein wenig reduziert und dann natürlich auch die Form hinterherkommen lassen kann. Also, das Ganze ist so zusammengestellt und wir werden eine Latübung haben, der Rest Ruderübungen, Reverse Butterfly noch drin. Und nun ja, ihr werdet es schon sehen. Bis dahin. So, ich habe jetzt hier 70 Kilo pro Seite drauf und das ist jetzt mein erster richtig harter Satz und ab dann darf ich auch nicht mehr so viel Pausen zwischendurch lassen. Und das wird richtig hart, das wird jetzt gerissen. 70 Kilo pro Seite ist schon mal was. Und damit mache ich auch nur 4, 5 Wiederholungen. Mal sehen. So, als nächstes die Rudermaschine breit. Ihr wisst, dass ich die Übung liebe. Jetzt sind wir unten auf den Latt gegangen, hatten einen engen Griff dabei. Jetzt machen wir das Gegenteil. Wir haben einen breiten Griff und gehen mit den Ellbogen nach oben. Genau das Gegenteil. Und dann gehen wir nochmal irgendwo dazwischen und machen enges Rudern. Ich bin hier runtergegangen bis hin zu 40 Kilo pro Seite, also immer um 10 pro Seite runter. Und habe immerhin noch, habt ihr mitgezählt, 10, 11 Wiederholungen geschafft.
Immer so mit 2 bis 3 Minuten Pause dazwischen. Und es war schon ganz schön anstrengend. Und jetzt geht's hier direkt los mit hohem Gewicht. Mal gucken, was man da so reißt. Und dann das gleiche Spiel von vorne. Angelangt. Warum mache ich sie jetzt eng? Ich habe sie davor öfters auch in breiten Varianten gemacht. Die Argumentation liegt immer ganz klar auf Seiten von mehr Spielraum, dass man die Ellbogen weiter hinter den Rücken bekommt. Das ist natürlich bei der engen Variante weniger der Fall. Dennoch habe ich mit das beste Gefühl bei der engen Variante. Sie macht mir einfach Spaß, ich kann viel Gewicht bewegen und ich fühle trotzdem den Rücken. Also mache ich die jetzt mal wieder, vor allem weil es einfach ein brutales Gewichtsworkout sein soll. Und bin jetzt in der 3. Übung, gehe aber trotzdem jetzt nochmal vor nach Max Weight und gucke einfach mal, wie viel ich schaffe. Da wird ein bisschen Ziehen bei sein, auch mit dem Oberkörper. Hauptsache man hält es hinten so ein bisschen unter Kontrolle und die Negative ist unter Kontrolle. Das ist immer das Wichtigste. Und das spüre ich dann. Reverse Butterfly, das ist so ziemlich eine Oberkörperabschlussübung. Ja, ich mache wahrscheinlich heute noch als Air-Finisher Shrugs, aber eigentlich so als richtige Übung bei dem Ring-Bewegungsanteil ist Shrugs für mich nur so ein Halb-Auspower-Ding, ein Cooldown oder so, ist das die letzte Übung. Und die mache ich nochmal als solch isolierte Übung
im Supersatz. Fühle ich da einfach wesentlich besser bei, gibt nochmal so ein bisschen den letzten Kick. Diese Übung macht man eigentlich eh nicht auf Gewicht und deswegen reizt sich es nochmal auf andere Weise. Nutze jetzt mal diese fancy Konstellation hier, kann ich mich ein bisschen reinlehnen, die Beine nach vorne, aber es ist nicht besser, höchstens mal ein anderes Gefühl, zwangsläufig besser als an den Kurzhanteln. Oder selbst wenn ihr es an der Multipresse macht, eine Langhantel macht, Hauptsache man zieht so ein bisschen den Trapez nach oben. Den habt ihr heute schon ordentlich trainiert. Der Trapez ist ein Muskel, vielleicht sogar der einzige im Körper, ja, der in kontradiktorische Richtung geht, das heißt einmal nach oben und einmal nach unten gezogen. So, direkt vom Training in den Schnitt. Ich habe gemerkt, dass es gar kein Ende gab. Und hiermit endete auf jeden Fall mein Training. Und wie ihr gesehen habt, jetzt gerade bei der letzten Übung nochmal, und deswegen möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, ihr seht hier, dass dort einiges an Technik drin ist, was so manch einer von euch vielleicht entweder nicht kennt oder die Tastaturhelden da draußen sagen würden, das ist aber falsch. Zum Beispiel sieht man, dass ich bei Shrugs tatsächlich auch die Ellbogen mitbewege. Normalerweise heißt es, nur der Nacken zieht. Die Ellbogen werden sich nicht bewegen. Das heißt, es kommt nicht noch ein Knick in den Oberarm rein. Der wird nicht gebeugt. Das habe ich hier getan, aber wohl bewusst. Ihr seht auch im hinteren Teil der Wiederholungen, dass ich nachhelfe mit meinem ganzen Körper, also ein bisschen in die Knie gehe und hochwippe und dann die Negative raushaue. All das sind Techniken. Wer sich für so etwas mehr interessiert, schreibt es in die Kommentare. Like den Kommentar, wenn ihr es schon irgendwo seht, denn dann sehe ich, das hier ist ein beliebtes Thema, ihr wollt mehr dazu wissen und dann mache ich gerne ein eigenes Video dazu und diejenigen, die den Kanal schon länger verfolgen, wissen auch, dieses Video kommt dann irgendwann. Und das mache ich ganz gerne so. Deswegen ist das hier mehr als einfach nur Follower, Kommentatoren und der Mann, der da die Videos macht. Wir sind mehr oder weniger eine Community mit sehr viel erfahrenen Leuten und da können wir uns gerne mal austauschen. Das gleiche gilt grundsätzlich für die Trainingsvideos. Ich mache die nicht, damit ich euch zeige, guckt hier, ich trainiere. Guckt mal, wie toll ich trainiere. Guckt mal, wie viel Gewicht ich benutze oder dergleichen oder wie wenig. Sondern ich mache das, damit ihr entweder etwas abgucken könnt, aber wenn ihr eine Frage dazu habt, fragt sie. Das ist das Tolle daran. Ich kann nicht alles darin erklären. Wenn ihr aber inspiriert werdet und sagt, hey, wieso hast du die Maschine nicht benutzt? Wieso benutzt du die? Wieso benutzt du diese Technik? Wieso hast du das da gemacht? Dann
Stellt diese Fragen. Diese Videos sollen vor allem inspirieren und euch etwas zeigen. Auch die zeigen, wie ich trainiere. Da bin ich völlig für mich allein. Ich stelle die Kamera einfach dazu und nehme euch mit. Ich habe am Anfang schon gefragt, ob euch diese Art der Videos weiterhin gefallen und ob ich die weiterhin machen soll. Ich hoffe natürlich, dass die Inspiration weiterhin da bleibt und dass das auch motiviert, 30, 40, teilweise 50 Minuten zuzugucken. Nun ja, das war es jetzt erstmal wieder von mir. Natürlich folgen auch noch eine ganze Menge andere Videos. Die Liste ist lang, ziemlich lang mittlerweile. Und es freut mich sehr, dass wir die 4000 Abonnenten passiert haben vor kurzem. Erst vor 3 Tagen, glaube ich. Insofern, das motiviert natürlich auch weiterhin, Gas zu geben. So, das war es jetzt von mir. Damit wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.